Grüßt euch ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. So, ich will mit euch zusammen spielen The Last of Us Part 2. Das Ganze wird gespielt auf der PlayStation 5, ist aber immer noch die PS4-Version. Und nebenbei, falls ihr Interesse habt, ja, nebenbei läuft noch Last of Us Remastered, glaube ich, ist es, oder Remake? Ist Remake Remastered? Glaube Remastered auf der PlayStation 4 Pro als Let's Play, werde ich oben rechts verlinken, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Und ja, so nebenbei habe ich mir gedacht, ja, spielst du mal nochmal The Last of Us Part 2, tust das mal Let's Playen. Habt ihr die ganze Zeit irgendwie gestreamt, jetzt machen wir mal ein Let's Play damit. Mal gucken, wie das funktioniert. Und ja, hoffe, die Bildqualität und so weiter ist okay. Ne, wir tun das Bestmögliche. Und ja, viel Spaß. So, okay. So, da sind wir schon im Menübild. Sorry, ich gehe mal gerade die Option und nehme mir mal die Anzeige. Ich nehme mal die Filmkörnung raus. Weil das ist mir doch ein bisschen zu sehr gekriselt. Ich lasse es mal so auf 1, vielleicht ist es okay. Aber das ist mir zu grisselig. Untertitel lassen wir auch mal weg. Wir spielen die Story, klar, neues Spiel. Ne? Ich spiele es vielleicht. Ja, seid mir nicht böse. Aber ich will auch ein bisschen weiterkommen. Und ja. Dann sag ich schon mal viel Spaß und ja, haut rein, ne? Lasst mir ein paar Likes da, wenn es geht, ein paar Kommentare. Wäre sehr nett. Ja, im Moment ist es so, dass im Moment noch der Boom da ist, ne? Also im Moment läuft gerade hier dieser Part 1, der ist ja gerade raus. Da wird hier gerade irgendwie hoch und runter gespielt. Und da dachte ich mir, okay, komm, nimmst mal die PlayStation 5, guckst mal, wie die PS4-Version drauf läuft. Und ja, lass dich überraschen, das ist echt der Hammer. Ich hätte es nicht geglaubt. Ja, also ich meine, man sieht, es läuft viel, viel flüssiger. Und grafisch, also ganz ehrlich, gut, ich kann es jetzt nicht in 4K mir ansehen, aber grafisch der Hammer. So, gut, dann bin ich mal kurz am Fresse halten. Lass Joel mal seine Geschichte erzählen. Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott! Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Und eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich
Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität... bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Ich glaube ganz stark, dass Ellie genau wusste, was Sache ist. So wie die sich verhält, auf jeden Fall. So wie es aussieht, hat Tommy und Joel hier aufgeräumt. Was eine Aussicht, oder? Schön. Richtig schön. Gut, machen wir weiter. Laufen weiter. Wir können uns ja nicht nur unbedingt hier die schöne Natur angucken. Obwohl, ja, obwohl. Ist schon Wahnsinn. So, ich hoffe, der hat mir die Screenshots gemacht. Ja, wollen doch noch ein Thumbnail. Ja, aber kriege mal. Zu lange habe ich es nicht gespielt. Das ist so im Nachhinein, finde ich es, keine Ahnung, eigentlich so von Last of Us beide Teile mit eines der schönsten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe, was so Atmosphäre und so ein bisschen rüberbringt. So dieses Stimmige an dem Spiel, ne? Thank you.
Okay, Tommy, komm, lass reingehen. Wir sind zu Hause. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehme es mit ins Grab, wenn es sein muss. Das ist ein Bruder. Hm? Bis später, Tommy. Da merkt man, dass die zwei irgendwie zusammenhalten, egal wie schwer die Zeiten sind. Ellie Sneaker. Ob sie sich jeder von trennt? Hallo? Ellie? Boah, die muss ich voll erschreckt haben. Erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es... Es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Na, das gibt wieder Gänsehaut, Leute. Das gibt Gänsehaut bei dem Song. Das ist so schön gemacht. Ehrlich. Okay. Ich verlasse mich drauf. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Try
try and sometimes you'll succeed to make this man of me. Oh, my stolen missing parts are no need for anymore, 'cause I believe, and I believe 'cause I can. Das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Sehr gut gemacht, Ellie. Erzählen hat er gut gemacht. Ja, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. Okay. Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Erinnert mich wieder so ein bisschen an das Witzebuch von Ellie. So ein bisschen die Vorgeschichte. Ich glaube, die sind so, genau, 4 Jahre später. Ach, Scheiße. Ich glaube, das war kurz nachdem sie von den Fireflies wieder zurückgekommen sind. Hey. Morgen. Sorry, ich habe total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich ziehe mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Wart. Du und Dina? Ja, da guckst du ein bisschen komisch aus deinem Hoodie, hä? Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Scheißsituation. Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Macht er aber gut, oder? Egal. Macht er gut. Zieh dich an. Och, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Ja, und noch mal ein bisschen Benzin ins Feuer. Okay. Riecht okay. Ja, guck mal, eine alte PlayStation 3. So müde. Hatte ich auch mal gehabt, so eine Kiste. Genau, die. Ich würde sogar sagen, fast... Nee, es war dieselbe. Cool. Cool, cool. Mhm, okay, ja, doch. Hm, sieht gut aus, können raus. Hier, der kleine Roboter, kennt ihr den noch aus dem ersten Teil? War auch eine traurige Geschichte, ne? Aber so ist es halt. Okay. Genau.
So. Das Wichtigste immer ist die Knarre in den Rucksack. Wer macht's nicht? Mach ich jeden Tag, wenn ich so ausgehe mit meinem Boogie. Erst die Knarre rein und dann alles andere. Jeden Tag. Nee, Quatsch. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden die Zettel gesichtet. Ja, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lange wie du. Klappe. Ich wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. So, sehr gut. Jetzt sind wir im Spiel. Wir gucken hier mal auch ein bisschen rum. So, nebenbei bin ich noch ein bisschen am Essen. Ob wir hier irgendwo noch was finden, was wir brauchen können. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Hier liegen Sachen rum. Habe ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Mhm. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Schade, dass ich's verpasst habe. Passt auf euch auf. Wie immer. So, was haben wir hier? Da haben wir erst mal nix. Maria möchte mit dir reden. Ja, ja, warte, ich gucke es trotzdem. Ich gucke trotzdem hier hinten. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu ja, wem nee. Hältst du eigentlich? Entschuldigung. Hey. So. Das ist nervig, dieses Gelecke da. Das ist so nervig. Ich krieg's auch nicht weg, Leute. Ich krieg's nicht weg. Ich hab schon versucht, gemacht, getan. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, vielleicht kennt sich da jemand aus. Ich nehme mit OBS nehme ich auf. Hey. Mit der Elgato Capture-Karte HD60S. Bei dir und mir? Ja, natürlich. Nämlich durch Capturen und wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Was du denkst. Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Naja, egal. Dann ist es halt so, ne? Müssen wir durch, Leute, müssen wir durch. Ich kann es nicht ändern. Mal gucken. Dass wir uns irgendwann irgendwie mal eine interne Capture-Karte irgendwie zulegen oder so. Mich nervt das schon ein bisschen, ne? Hi, Kleiner. Grüß hier. Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. So, und hier hinten. Da haben wir schon die erste Sammelkarte. Lies die Karten jetzt aber nicht, ne? Also. Das sind so Heldenkarten, Heldenschurkenkarten. Abgefahren. Ja. Ihr könnt ja gerne pausieren. Das Video. So, gab es hier irgendwo noch Metallschrott oder sowas? Erst mal nix. Hey. 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 Guck mal, was haben wir hier? Oh, guck mal, was grillen die hier? Schönes Ratten. Hi, Jesse. Hoppala. Hi. Oh, shit. Da kommt sie. Oh. Oh, hi, Ellie. Die haben gerade getuschelt über wie heißt sie? Tina? Tina und Ellie? Ne, weil sie geküsst hat oder so? Ei. Guck mal, hier. Free Parts. Nimm mir doch mit. Free Parts. Verwende gesammelte Teile, um deine Waffen an einer Werkbank zu verbessern. Na, natürlich. Machen wir das. Okay. Creepy Tripsy Bison. Aha. Willst du was frühstücken? Nein.
Wo ist Maria? Hinten. Mhm. So, ich brauche hier mal gerade. Einzustellen, vielleicht wird es ja ein bisschen besser. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Na, guck mal, Tommys Frau. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Naja, so wie es aussieht, kommt der Typ nicht so mit gleich. Seth. Gleich. Seth. Geschlechtlichen Beziehungen klar, hä? Hey. Okay, letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Alkohol ist immer eine gute Ausrede. Mhm. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Hm. Danke, Seth. Ja, also, passt auf euch auf. Yep. Weißt du nicht, was vorgefallen ist, aber sich zu entschuldigen braucht, sag ich mal, viel Kraft und Mut, ja, wie sicher? Jemanden zu beleidigen oder zu beschimpfen. Ich bringe euch raus. Okay. Ja. Sollte man immer respektieren, wenn sich jemand entschuldigt, dass das schon einen gewissen Grad Stärke braucht, um sich zu entschuldigen. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Mhm. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Ellie, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Gab's Ellie, hier noch irgendwas? Moment. Ach, warte. Ich glaube, hier, da liegt noch was. Hier, das wusste ich noch. Und der hat das mit den kleinen Legs. Mit den Mikro-Rucklern da. Ich krieg's einfach nicht weg, Leute. Ich krieg's nicht weg. Ich kann doch mal was versuchen, aber... Hm. So. Wenn's so nicht geht, dann probieren wir es nochmal was anderes. Das ist schon wieder... Okay, ich versuch nochmal was. Und wenn das dann nicht geht, dann muss ich halt da durch. Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Okay. Hey Dina! Können wir reden? Noch mal was anderes probieren. Och Mann, wie lange? Puh. Hey Dina. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ah. Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Denke ich mir auch, ja. Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay.
Wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist, Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Den Kinder, hm? Ellie. Ja, gerne. Ihr wolltet es so. Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Okay. Scheiße. Entdeckung! Lauf, und her, ihr kleinen Kröten. Aha. Oh, Treffer! Wir machen euch alle, ihr Verlierer. Oh. Na, wartet, ich krieg mit das Werk. Nimm das. Oh, gefällt dir das? Ja. Oh, au. Du Miststück. Ganz schön hart. Komm her, du kleine Freckel, du Kröte, du. Aha. Oh, verdammt. Ja, ich meine, cool. Sag's nicht deiner Mama. Komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt. Na komm schon, da ist auch noch einer von denen. Hier, zack, da oben. Okay. Au, hey, das ist unfair. Du Miststück. Du hast Schnee in den Haaren. Au, oh, hinter dem Schneemann hat sie sich versteckt. Ja, die hole ich mir. Komm raus. Hier, du warst das. So. Unfair. Na, wie war das? Hey, wir waren gut. Wir waren gut. Aufi! Damit kommt ihr nicht davon. Von ihr, Mann. Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann. Bin wohl selber schuld, was? Ja. Yep. Oh, Ellie. Okay, gut. Dann weiter geht's. Wir müssen. Also. Ja, Patrouille, Jesse, ne? Ich will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. 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 Hey, Ladies. Ich bring sie rein. Danke. Ja, das Örtchen hat sowas von der kleinen Westernstadt, ne? Sehr niedlich, sehr schick. Ja, genau, schön die Hufe sauber machen, das ist richtig. So, dann wollen wir mal. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schimmer. Schimmer heißt, ja, okay. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Mhm. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Okay. Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Ich werde es versuchen. Dann mal los. Weiß man, wir dürfen nicht den Helden spielen, okay. Dann machen wir halt, wie die es wollen. Schade. Hier. Hi, Abby. Ich denke mal, viele von euch da draußen kennen das Spiel. Die wissen, wer Abby ist, was ihre Beweggründe sind. Und ja, wir machen uns nicht lustig über die Figur von Abby.
Sie, ja, ich denke mal, dass das auch mit daran lag, weil sie in bei so einer Miliz groß geworden ist, ne? So diesen Drill mitgemacht hat. Und vielleicht auch, ja, ihre Beweggründe, dass sie heute so aussieht, wie sie ist. Also, ne? Ich meine, die muss ja ganz schön gepumpt haben. Aber ganz ehrlich, in so einer Zeit, wo du ums Überleben kämpfen musst, ist es doch ganz gut, ein paar Muskeln mehr zu haben wie andere. Hey. Ja? Hey. Die hat aber auch Oberärmel. Oh, die sind ja so breit wie meine Oberschenkel. Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los. Hier lang. Okay. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein, kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Ganz ehrlich, das läuft so flüssig auf der PlayStation 5. Warum wanderst du ganz allein Hammer. Hier draußen herum? Hammer, sehr schön. Ich war unruhig. Du auch? Komm, wir gehen hier durch. Kommt mir vor, es wird weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich habe drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. So in gewisser Weise spielen wir jetzt ja so ein bisschen Tutorial, ne? Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Ja, du läufst hoch, ich lauf außen rum. Ah, ja, musst du trotzdem hoch. Okay. Wie schön, ne, mit dem Schnee. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. Wie sich der Schnee... Hey, ist Mal okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Was? Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Vorsicht beim Springen. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Mel ist seine Freundin, richtig? Ja, kann das sein, dass sie eifersüchtig ist, Abby? Was ist los? Du musst anlaufen. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Das ist doch klar. Eifersucht? Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Okay. Abby hat wohl Angst vor großer Höhe. Hey, sieh mich an. Abby, nicht runtersehen. Krass. Also ich glaube mehr, ich hätte mehr Angst, an so einer Stelle vorbeizugehen. Nicht, weil es hoch ist. Weil durch den Schnee siehst du ja praktisch überhaupt nicht. Hör auf zu flirten. Durch den Schnee. Siehst du ja gar nicht, wie der Untergrund so auch ist, ne? Krass. Okay. Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom
Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Sie will ihren Willen durchsetzen, ne? Also einige von euch da draußen wissen genau, was Abby will. Und wenn man das jetzt mal weiß und, ne, und spielt's nochmal. Er ist schwanger. Und achtet so mal auf sie. Oh. Merkst du eigentlich, was so los ist? Okay. Ne? Oh. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Okay, Mel ist schwanger, das heißt, die Freundin von ihm ist schwanger. Ist das ein bisschen viel für Abby, ne? Ich meine, sie ist eifersüchtig. War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Und, Abby, ne, jetzt sucht sie eine bestimmte Person noch, ne? Aber nicht um jeden Preis. Ja, jetzt hat's ein bisschen was zu tun, das Mädel. Hey. Hör auf! Ja, merkt man schon, dass sie zickig ist. Warum bin ich nicht schwanger? Wir sehen uns in der Lodge. Na komm, Abby. Lass den Kopf nicht hängen. Kriegst du schon hin. Leck mich. Ja, siehst du? Das ist jetzt, weil... Ja, weil sie will halt ihre... Ja, ihren Willen gerade durchsetzen. Ja, und ich denke mal, die hat jetzt Angst. Genau, die hat jetzt nämlich Angst, dass ihre Truppe, die da ist, nicht mitmacht, was sie will. Und deswegen ist sie jetzt bockig. Das ist natürlich noch von ihrem Freund, sag ich mal. Ich denke mal, die hat so ein bisschen ein Auge auf ihn geschmissen. Jetzt ist dem seine Freundin noch schwanger. Ich glaube, das kann sie überhaupt nicht verknustern. Tja, so ist das Leben. Kein Ponyhof. Ach komm schon. Ich habe doch Rinden angemacht. Brauchen wir da ein bisschen dafür? Ein bisschen Anlauf sollte man beim Sprinten nutzen, den hatte ich nicht. Der Posten. Das ist nicht weit. Komm, da können wir doch nochmal hier so ein kleines Foto machen. Ja. Und da haben wir auch noch einen kleinen Posten. Gut. Habe ich gar nicht gelesen oder so. Wisst ihr oder weiß einer von euch da draußen, wie das Camp heißt, wo Joel und Tommy und Ellie drin leben? Der Name von dem Camp, kennt ihr das? Könnt ihr ja gerne mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Ist ein Witz? Ach, guck. Er hat Mel geschwängert. Okay, die ist bockig. Die ist echt bockig jetzt. Na? Lebst du noch? Krass. Oh, wie viele? Das sind viele. Das ist ja mehr oder weniger eine Pilzinfektion, was die hier haben. Wird durch die Kälte... Sterben die oder werden die, ich sag mal, wenn die auftauen, wieder wach, sag ich jetzt mal. Ach du lieber Gott.
Was? Da könnten wir auch mal ein Foto davon machen, oder? Ja. Auf Abby, komm. Du musst drücken. Los. Ah, die hat's. Die hat's an Felsen festgefroren. Krass. Oh. Ups. Jetzt bin ich wieder erschrocken, du. Oh. Lebt er noch? Boah, wie die zuhaut. Habt ihr gesehen, wie die zuhaut? Die holt richtig aus. Na komm. Boah, das war der Ellenbogen ins Gesicht. Aua, aua, aua. Okay, Abby. Du bist einfach nur eine Maschine. Einfach umgefallen. Ach. Schön, Abby. Schön. Ich weiß auch, viele von euch da draußen können Abby nicht leiden. Ja? Ihr kennt das Spiel definitiv. Gut, ich habe meine Meinung dazu. Die wird dann später irgendwann mal in den Parts dazukommen. Ne? Werde ich so äußern. Aber ja, von hier sehe ich nichts. Ist schon nicht schlecht, was das Mädel hier vollbringt. Ganz ehrlich. So, was haben wir da alles? Okay, ich denke mal so die erste Folge, die werde ich mal ein bisschen länger gehen lassen. So eine Stunde ungefähr. Und bei den anderen, da müssen wir mal gucken. Treffen, um einzuschalten, das habe ich. Oh, ist das Auto-Aim? Ist das so extrem? Wartet mal, Leute, ich muss gerade mal gucken. Hat das Auto-Aim irgendwie drin? Schwierigkeitsgrad, Steuerung. Das war mir gerade ein bisschen zu extrem. Bewegungssensoren beim Zielen. Was? Funktioniert? Nee, bloß nicht. Bloß nicht. Hilfe, Zielhilfe. Ach du liebes bisschen. Ja, mach mal eins vielleicht. Beim Controller ist es schon ganz okay. Muss immer ein bisschen Anvisierstärke ist aus, oder? Ja. Ja, muss er mal ein bisschen ausprobieren. Beim Controller ist die Zielhilfe, sage ich mal, jetzt schon ganz okay. Manche Leute brauchen es nicht, gar nicht. Aber das war mir eben gerade ein bisschen echt zu viel. Und da hat zum Teil dahin gezielt, wo ich das gar nicht haben wollte. Das ist eine Frau, die muss man einfach lieb haben. Okay, wir haben Rana. Okay. Ja, halt ich doch gedrückt, ist okay. Okay.
Das hat man so richtig schön gesehen, ne, wie sie die Halswirbelsäule von der Wirbelsäule zieht. Was? Abby, du Monster! Okay, hier sind wir reingekommen. Wie gesagt, ich werde hier so einiges durchsuchen. Wenn wir was finden, ist okay. Finden wir nichts, ist es auch okay. Wenn ich irgendwo was vergessen sollte und ihr wisst es, ne, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wenn wir schon dabei sind, ne, eine Bewertung wird mir auch ganz gut gefallen. Nee, du, komm, bleib mal hier. Und dem haben wir aus Köpfchen vom Rumpf gezogen. So, hier draußen haben wir noch einen, warte mal. Ich will auch versuchen, das so stealthy wie möglich zu machen. Wenn es halt doch zu einer Ballerei kommt, kommt halt zu einer Ballerei. Aber ne, man kann Kugeln sparen, wenn man es geschickt anstellt. So macht man das. Richtig, Ellie. Ellie. Abby. Okay, weiter geht's. Kam eigentlich ganz gut durch, oder? Blutest du, Ellie? Ach nee, wir sind durch das Blut von dem gelaufen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Guck mal. Man macht sogar Blutspuren im Schnee. Das ist mir nie aufgefallen. Komm, stehen bleiben. Du musst ziehen, Abby, ziehen! So ist gut. Hier, der hat nix. Hat sie es gesehen? Nee, sie hat es nicht gesehen. Cool. Max. Okay, die gute. Oh, die Pistolenmunition. Wir müssen sie liegen lassen, oder? Böse, böse, böse. Oh nein. Entweder sind's. Ne, ich denke aber, das sind die Hufspuren von Ellie, ne, und ihre Begleiterin.
los. Hier lang. Okay, alles klar. Komm, dann auf da lang. Vermisst du ihn eigentlich? Wen, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Oh. Die Beziehung hey, war Gewohnheit, okay. Sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Kaum. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Cat? Wer war ein Cat? Okay. Okay, da gibt's Situationen, die kenne ich nicht. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Guck mal, was war das? Ein Eichhörnchen, ne? So, ihr Lieben da draußen. Ich werde an der Stelle jetzt erstmal hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann ja, in der nächsten Folge. Ja, ich sag bis dahin schon mal danke fürs Reinschauen. Ja, liken nicht vergessen, Kommentare nicht vergessen, wäre sehr nett. Und ja, habt einen schönen Tag, Abend oder... was auch immer ihr treibt. Bis denn dann. Adele. Ciao.